Ja, Marco Lenz. Der erste FC Giebenberg ist raus, der Ausrichter. Nach einer starken Kampfleistung, was sagst du zum letzten Auftakt gegen Preußen Münster? Ja, es war leider eine. Ja, wir haben uns leider mehr vorgenommen für die Endrunde. Wir wollten ins Halbfinale oder eigentlich auch ins Finale. Ja, die hätten in der Vorrunde und auch in der Vorrunde hatten wir viel mehr Emotionen. Und wir haben in der Zwischenrunde drei und heute auch drei komplett gefehlt. Ja, wir waren nicht so heiß wie zum Beispiel Handorf oder so. Wie ärgerlich ist es, dass man die erfolgreiche Saison, die ja momentan auch spielt, hätte krönen können, es nicht funktioniert hat letzten Endes? Ja, also ich finde es halt schade, aber klar, wir... 14 Minuten. Ja, ich will zwar immer gewinnen, oder auch, aber draußen ist entscheidender. Wir müssen jetzt den Abstieg also verhindern. Wir wollen in der Liga bleiben, klar. Und das hier wäre natürlich schöner als Stadtmeister, aber wenn halt nicht so ist, dann klar. Bin ich als Publikumsliebling hier? Wie ist das so, vor 4000 Leuten mal aufzutreten? Ja, sehr cool. Da freue ich mich auch gleich vom Finale wieder. Auf den Superman-Einsatz. Da sind wir doch wieder dabei. Besten Dank.